Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play World of Warcraft Shadowlands mit dem Krieger. Wir sind in Bastion immer noch unterwegs und dürfen jetzt mit dem netten Mechanikus ein wenig questen, denn der hat von uns die Kerne verlangt und möchte jetzt, dass wir den Mnemonic Locus wiederherstellen, denn die Seelenspiegel und der Locus sind zusammengebunden und wenn wir das Anima an die Spiegel wieder weiterleiten, dann sollte es auch den Locus zurückbringen auf volle Funktionalität. Glücklicherweise kann man die Kerne, die ich gebracht habe, dafür benutzen. Das ist ja nett. Alles, was ich brauche, um diese Schaltkreise wieder in Ordnung zu bringen. Einfach. Also, hau rein. Du weißt, wie man die benutzt, ja? Nein? Wirklich? Aber ich kann hier stehen. So, wir empowern jetzt einen. Mechanicus. Nummer zwei. Can the locust extract Nummer drei. Memories from this as well? And that okay, wir empowern einfach weiter. A fragment of essence from one of the Forsworn. It may hold the secret of their origin. Also gab es da hinten. Hier haben wir ein Fragment von Lesonia. Ah, the locus is functional. Intriguing. Das ist ja nett. Oh, good questions only. Okay, er mag den das Geräusch von Anima. Es ist lange her, dass er es in so großer Zahl gehört hat. Könnte möglich sein, die Erinnerungen aus einem Fragment zu extrahieren, aber ich habe Angst, dass sie nicht nützlich sein werden. Das ist nicht der ganze Kyrianer, nur ein kleines Stückchen. Ein merkwürdiges, zerbrochenes Stückchen. Es kann noch nicht mal sprechen. Wir werden den Extraktor anwenden und schauen, was rauskommt. Extraktor könnte explodieren. Es könnte auch nicht. Für das möglich, auf jeden Fall wert das Risiko, denke ich. Ich weiß nicht, was da rauskommen wird. Könnten Erinnerungen sein, könnte nichts sein, könnte irgendwas anderes sein. Vielleicht könnte es anfangen, dich zu bekämpfen. Bleib auf jeden Fall wachsam, ja? Sammel alles, was wie Forsworn aussieht. Sprich, wenn fertig. So. Oh Gott. Lasonia's memories of the Forsworn are scattered among the rest. Simple enough to collect Forsworn memories. Others can go into the archives. Should not explode. Probably. I require a target. Ja, sollte nicht explodieren. Vermutlich. Man weiß es nicht, ne? Was hier so alles explodieren könnte. Ah, ich muss sie wahrscheinlich looten, ne? Ja, ich glaube, ich muss die looten. Ich komme aber immer mehr. Ganz kurz Zeit, Junge. Ich muss nochmal looten auch zwischendurch. Bömmel. Rabömmel, rabammel, rabum. I do not have a target. Gut. Und da ist noch einer. Lauf doch nicht weg, Junge. Habe ich die auch gelootet? Okay, die habe ich anscheinend aus der Ferne gelootet. Wisst ihr, wie das ist? Oh, guck mal, da hinten Nummer 2. So, dann wollen wir mal schauen. Sagt er und hat keinen einzigen Cooldown ready dafür. Aber pullt einfach mal einen Arsch voll. Warum nicht? Schaut, let it all out. So. Gutes, altes Disturbed, Jungs. Läuft, ne? Hab ich echt wieder Bock drauf. Hab ich letztens auch wieder gehört. Und Downward the Sickness kommt in letzter Zeit häufiger vor. In Brooklyn 99 letztens gehört, in Sabrina letztens gehört. Das ist doch nett, wenn so viele Leute anstatt. I leave it to you, my friend. You have faced Lasonia before. Work complete.
Okay. Jetzt schalten mich einfach an. Und ich bin wieder in der anderen Phase. Alles klar. Alles gut. Claire, du Gude, was hast du für mich? Hast du alles gekriegt? Das sehen wir dann. Wir haben es geschafft. Mit etwas Glück sind ihre Erinnerungen in unserer Reichweite, in unserem Griff, so, das hat sie gesagt. Wenn ich es nicht mit meinen eigenen Augen gesehen hätte, würde ich nicht wissen, dass so etwas möglich ist. Du hast ein signifikantes Stück von Lysonia mit dir. Gehe zu den Seelenspiegel und öffne dich ihnen. Mit etwas Glück werden sie aus ihrer Essenz hervorziehen. Und zwar Erinnerungen der Forsworn. Wenn das funktioniert, könnten wir wissen, was sie planen. Und zwar innerhalb von Minuten. I'm inclined to eject you from the locus, if you insist on meddling. Okay, da ist ein reichhaltiges... I'm going to reprogram her if it is the last thing I do. Go on ahead. I need to protect the Forge Light Prime. Da ist das, sorry, da muss ich hinspringen einfach. Das geht nicht anders. Also reichhaltig, das kann ich nicht einfach liegen lassen, Leute. Das geht nicht. Das geht doch nicht. Selenium-Erz, auf geht's. Das brauche ich. So, was haben wir hier? Da, vier Stück Selenium. Ja, ist jetzt nicht so der Burner, aber hey. Wir haben es mitgebracht. Bonusobjektive übrigens lohnen sich insgesamt nicht so zum Leveln. Hier sind ja alles überall Gegner. Ich dachte, hier wären ein bisschen weniger Gegner. Habe ich mich vertuten, täten, taten. Kann auch mal passieren. So, hier sind die Seelenspiegel. Hier kann man einfach mit den Seelenspiegeln in Verbindung treten. Mal gucken, wie das hier mal 3% ist. Das lohnt sich ja gar nicht. Aber Tasty Offerings, kann ich da mampfen? Okay, was mache ich damit? Okay. Bin nicht ganz sicher, was ich da gerade getan habe. Bin ich ehrlich? Ah ja, das war der Kick. Das? Okay, ist das. Ich muss erstmal wieder ein bisschen klarkommen. Mit dem, was ich hier so gelegt habe. Okay. Wer bist du? Lysonia. Ah ja. Vertraue in den Prozess, Aspirant. Alles wird mit der Zeit klarer. Ich fühle mehr von mir weggehen jedes Mal. Wenn ich in jedem Moment. Und wie lange hast du das durchgelebt? Lange genug, dass ich mich daran erinnere, dass da Schmerz war. Aber nicht so kurzzeitig her, dass ich es fühle. Das auch wird mit der Zeit weniger. Ja, auch schön. Wir wissen ja schon, wer das ist. Diese Figur, die da in Schatten gemantelt ist, ne? Weil das letzte Mal so eine Figur in Schatten gemantelt war, wussten wir auch, wer es ist. Nämlich die gute Vanessa Van Cleef. Also ist es mal wieder Vanessa Van Cleef. Haha. Hätte man das nicht erwarten können. Eigentlich nicht, ne? Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum sie hier nicht einfach so in Shadowlands nochmal so ein bisschen so ein Boss-Rush-Mode drin haben, ne? Wo man einfach so alte Bosse nochmal durchknüppelt. Finde ich ganz witzig. So, wen haben wir jetzt? Ich habe versucht, sie zu warnen. Okay. Ich warte erstmal und lass erstmal fertig reden. Together, we will set the Kyrian on a new path. Together, we will make right what the Archon has made so wrong. Okay, also die, da ist die Forsworn geworden in dem Moment. Hat jemand mitgenommen? Also die, Figur hat prinzipiell gesagt, ich habe versucht, sie zu warnen, ja, aber sie haben ohne wirklich nachzudenken an dem Pfad festgehalten und das finde ich ein bisschen merkwürdig, merkwürdig ist nicht das richtige Wort, falsch, das finde ich falsch, denn das wird am Ende alle zerstören und das will sie gar nicht. Sie will Bastion gar nicht zerstören, sie will auch die Shadowlands gar nicht zerstören, sie will, glaube ich, auch eigentlich gar nicht
wirklich für den Jailer einstehen, sondern sie will eigentlich so das System erhalten, aber sie versucht mit allem ihren jetzigen Möglichkeiten dagegen zu gehen. Und sie fühlt sich halt ein bisschen alleingelassen, ne? Von allem eigentlich. Also von dem Pfad, von dem Archon. Sie sieht das Problem und sie fühlt sich so ein bisschen so Cassandra-mäßig, ne? Also sie sagt, ey, passt mal auf, da ist was, wir sollten da vielleicht mal was tun. Oder da wird was kommen, ne? Kennt man Cassandra aus der Mythologie, die die Zukunft sehen konnte. Der Fluch anheimgefallen war, dass ihr niemand geglaubt hat. Ne? Und so hat sie immer weitere Hiobsbotschaften quasi verbreitet und hatte dann aber das Problem, das ist schon wieder ein reichhaltiges Vorkommen. Das ist ihr Problem, das ist schon wieder reichhaltige Vorkommen, hier einfach spawnen. dass ihr halt niemand geglaubt hat. Ne? Also sie wusste, was kommt, sie hat versucht, es aufzuhalten, aber niemand hat ihr geglaubt. Und so in etwa fühlt sich die Figur, die garantiert nicht Devos ist, sondern irgendjemand anderes, von dem wir bestimmt noch lernen werden, wer es sein könnte. Hust, hust. Das ist so ein bisschen das Problem. Junge, wie habe ich denn... Ist denn der Dialog wieder? ist der Dialog? Moment, bist du hier gekommen da? So, und dann fragt die gute... bei wem waren wir jetzt? Waren wir Lysonia? Lysonia, oder? Ja. Was soll ich tun? Oder was willst du, dass ich tue? Und sie sagt, folg mir einfach. Zusammen werden wir die Kyrianer auf einen neuen Pfad schicken. Zusammen werden wir... werden wir das richtig machen, was der Archon so lange falsch gemacht hat. Ne? Und da sieht man auch wieder Lysonia und ihre Beweghintergründe, ne, kommen eigentlich gar nicht so direkt von ihr, sondern sie ist da ein bisschen nicht wirklich reingefallen oder so, sondern sie hat da jemanden, dem sie vertraut hat, und dieserjenige hat ihr in der Beziehung halt ein wenig geschadet. So, ne? Oder hat sie da ein bisschen in diese Richtung gedrängt, oder war so der böse Einfluss, der im Hintergrund sitzende, das Häufchen auf der Schulter, ne? So, da ist Lysonia. Hear me, Forsworn. Too long have we given up the things that make us who we are. The things that gave us strength. We will claim the Temple of Purity in our name, and we will destroy all who stand in our way. I think I know where to find another soul mirror. Head to the cavern to the north. We will meet you there. Okay, hier haben wir gerade gesehen, wie sie den Angriff auf den Tempel der Reinheit geplant hat. Da hat sie gesagt, hier... Leute, hey, passt mal auf, wir gehen jetzt zusammen auf diesen Tempel, ne? Wir greifen da einfach mal an und werden uns den Tempel der Reinheit einverleiben. Man sieht hier auch wieder ganz schön, wie sie sich so, also was für einen Einfluss diese Kyrianer einfach haben, die etwas älter sind, etwas höher in der Rangordnung stehen. Ne? Also da lassen sich schon sehr viele Leute überreden, vor allen Dingen innerhalb dieses Prozesses der Umwandlung. Oder jetzt schon wieder ein Solenium vorkommen. Mann! Ich muss mal Solenium mitnehmen, sorry. Dieser ganze Prozess des Verwandels in einen Kyrianer ist halt mit sehr viel Aufopferung und Schmerzen verbunden. Und kann man irgendwie schon nachvollziehen, ne? Wenn man sagt so, hier, pass auf, ich habe eine Alternative, Fakten für euch, ne? Die einfach nicht wehtun, so, wo ihr nicht aufgeben müsst, wer ihr seid, ne? Also ein Weg ohne Opfer, ohne Schmerzen, dann kann man auch irgendwo so ein bisschen verstehen, warum da so viele Leute
hinten dran stehen, ne? Oder warum da so viele Leute sagen, hier, pass auf, ich folge dir, ne? Das würde glaube ich, in so einer Situation vielen Leuten so gehen, die auch an einem Punkt sind, ja, wo sie dieses Gesamtbild nicht verstehen. Also diese ganzen Aspiranten hier, die sind halt auf so einem niedrigen Level, ja, vom Verständnis der Shadowlands, dass sie halt auch einfach nicht so wirklich wissen, wie dieses ganze System funktioniert. Ne? Also die wissen einfach nicht, wie wichtig Kyrianer einfach dafür sind, dass dieses ganze Todessystem hier überhaupt funktioniert. Muss ich in diese Höhle rein? Ja, muss ich. Und dann halt zu sagen, so, der Weg ist falsch, ja. Wir müssen das, wir dürfen nicht mehr uns aufgeben. Ja, verständlich irgendwo, ne? Verständlich. Und ich bin wieder gefaced und kann das erst nicht mitnehmen. Danke! So, die letzte Erinnerung. Uther, deliver unto Bastion the reckoning that are the Forsworn. Lysonia, there is more I must share. I do not believe you are authorized to view this memory. Okay, da ist ein Memnis. Lysonia hat mit Uther zusammen und dieser geheimnisvollen Figur, von der wir nicht wissen, wer es sein könnte, zusammen hier noch weitere Pläne. Da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Und wir müssen ihm jetzt hier ins Gesicht prügeln und natürlich mit Blutungseffekten, weil wir alle wissen, wie gut Maschinen bluten können. Ja, also wie gesagt, ich finde die Story so in Bastion ist halt, die ist glaubwürdig, ne? Also jemand, der nicht wirklich versteht, warum Kyrianer sind, warum die aufgeben sollten, wer sie sind und warum sie deshalb, also warum es für ihren Job wichtig ist, dass sie keine Erinnerungen an ihr Leben mehr haben. Jemand, der das halt nicht versteht, ja, oder der nicht versteht, warum er oder sie jetzt hier ist und dieses Opfer bringen muss. So jemand geht halt nun mal den leichteren Weg. Ne? Das ist komplett verständlich. Weiß nicht, ob ich das in der Situation anders machen würde. So, ich bin Locus Keeper Mnemis. Und ich bin hocherfreut, euch zu unterstützen. Nice, da ist mein Solenium. Only approximate directions. For example, head due south. Okay, also wir sollen Opferstätten finden und Pelodis. Und da müssen wir jetzt die Opferstelle finden. Er sagt uns aber nicht genau, wo die sind, ne? Er darf das gar nicht. Er darf nur sagen, so, lauf mal Richtung Süden und dann guck mal, ob du da was findest. So, wir hängen hier gerade auf unserem Kodo. Und hier ist die erste Opferstätte. Da. Okay, da kommen die Forsworn angelaufen wahrscheinlich. Ja, nein. Die sollten eigentlich angelaufen kommen. Okay. Da kommt eine so ein bisschen nebensächlich, ganz locker flockig angesprintet, angejoggt. To show you the way. So, die erste haben wir gefunden. Was wir leider auch gefunden haben, liebe Leute, ist das Ende dieser wunderhübschen Episode in Bastion in den Shadowlands. Und deshalb sehen wir uns in der nächsten wieder. Macht's gut, bis dann.